Es gibt wohl nur ganz wenige Orte, die einem, sobald sich deren Pforten öffnen, auf Anhieb gefangen nehmen. Einer dieser ist ohne Zweifel der Hof Rosenthal, unweit des beschaulichen Elbstädtchens Blekede gelegen. So durften wir zu Gast sein bei Heike Sahlmann, die diesen liebevoll und bis ins kleinste Detail restaurierten Betrieb zusammen mit ihrem Mann Horst erfolgreich leitet. Einer der auffälligsten Nachkommen dieser Zuchtstätte dürfte aktuell Esquin White von Escamillo sein, der seit dem letzten Jahr zu den gefragtesten Hengsten des Landgestüt Redefin zählt. Aber seht einfach selbst und begleitet Heike und Sascha, die gute Seele des Hofes, bei der täglichen Routine, zu der wir euch gerne den aktuellen Halbbruder von Topar, ein Sohn des Totilas, ebenfalls weißgeboren, vorstellen möchten. Ebenso Frieda, an der Hand von Sascha und Mutter des in Redefin wirkenden Jungstars. Sowie seinen mittlerweile in Schweden hoch erfolgreichen Halbbruder von Belantis, hier unter Yvonne von Appen zu sehen. Wir laden euch nun ein, uns zu folgen und Platz zu nehmen auf der wunderschön angelegten Terrasse, auf der uns Heike und Yvonne ihre Philosophien und Ausbildungskonzepte der auf dem Hof Rosenthal aufgewachsenen Youngster näher bringen. Unsere erste Frage galt der Florenzio-Tochter und Hengstmutter Frieda. Ich hatte ein Foto im St. Georg gesehen, weil da dieses besondere Fohlen eben halt beschrieben wurde und habe daraufhin zu meinem Mann gesagt, Mensch, sowas hätte ich wirklich gerne mal, so eine besondere Farbe. Daraufhin sind wir dann nach Oldenburg gefahren und haben sie auf der Auktion dort ersteigert. Um dann in Anschluss den Ursprung und die Entstehung des Esquin White zu erfahren. Also Esquin White ist so entstanden, dass mir einfach der Escamillo sehr, sehr gut gefallen hat und ich gedacht habe, das könnte sehr gut auf die Stute passen. Wir waren natürlich erstaunt, als dann ein komplett weißes Fohlen da rausgekommen ist. Ja, das war schon besonders. Eine Besonderheit bei Friedas aktuellem Fohlen bei Fuß? Der Embryotransfer. Wie kam es dazu? Sie ist was Besonderes und dann haben wir eigentlich so, also du und Horst, dann habt ihr ja eigentlich beschlossen, dass das Risiko ist zu groß, nochmal so eine Geburt, ne? Wenn der Stute was passiert. Und man dafür gibt es diese Möglichkeit ja vom Embryotransfer. Ne? Und da sie uns ja noch leider kein Stutfohlen gebracht hat. Haben wir ja auch ein bisschen gehofft, dass wir dieses Mal ein Stutfohlen bekommen vielleicht. Aber gut, die Stute gibt sich doch so weiter, ne? Wie sie es vorher auch getan hat. Und wie bist du, liebe Yvonne, auf den Hof Rosenthal gekommen? Heike hatte mich ja schon mal angerufen, fast 10 Jahren, glaube ich. Und da habe ich dich angesprochen. Oder sogar angesprochen? Ja. Damals war ich bei Axel Windeler und habe dann da aufgehört und bin nach Osnabrück gegangen und wollte was studieren und habe gesagt, ach, ich möchte mit Pferden jetzt erstmal nicht mehr so viel zu tun haben. Und irgendwie haben sich unsere Wege dann hier jetzt wieder gekreuzt. Glücklicherweise. Genau. Und dann bin ich hergefahren und tatsächlich, ich glaube, der Belantis war das allererste Pferd aus der Florenzio-Stute, was ich hier geritten habe, was ja auch so ein, ja, schon ein besonderes Pferd war, ne? Und dann natürlich, genau, das zweite Pferd war tatsächlich unsere tolle Escala. In die war ich von Anfang an verliebt. Obwohl ich da vorher nicht so der Stutenreiter war, aber ich glaube, sie hat mich jetzt ein bisschen bekehrt. Das war Escola mal Di Maggio. Di Maggio, genau. Und damit bist du wie weit sportlich gekommen? Das kann man ja auch. Naja, die habe ich vierjährig zuerst, ne, das erste Mal geritten. Reitpferde haben wir mit der Stute ein bisschen ausgelassen. Und dann habe ich die von Dressurpferde A über Dressurpferde L und dann letztes Jahr Dressurpferde M sechsjährig. Qualifikation Bundeschampionat hat sie gewonnen. Und dann hatten wir so ein bisschen die Idee, ja, wir fahren mal zur Sichtung WM. Wir probieren das mal. Ne? Wir wollen da mal auch mal
versuchen, wie das so abläuft und sind irgendwie über die erste Sichtung auf einmal in die zweite Sichtung gekommen und auf einmal waren wir nominiert und ja, dann durfte ich Essie noch auf der WM reiten und dieses Jahr tatsächlich dann ihre ersten S-Dressuren hat sie auch gleich gewonnen mit hohen 70er Noten, ne? Waren wir schon ein bisschen stolz, ja. Ja, jetzt ist sie bei ganz tollen Leuten vom Freiberger Hof. Und die Mädchen reiten ganz toll, haben jetzt auch schon M-Dressur mit ihr gewonnen, auch schon die erste S-Dressur gewonnen. Und ja, ich glaube, das macht uns beide ziemlich stolz, ne? Also unsere gemeinsame Ausbildung. Ich will gar nicht sagen, dass das ist ja nicht immer nur der Reiter. Das gehört ja, wir gehören ja irgendwie alle zusammen, ne? Jeder hat mal eine Idee, wie es besser gehen kann, was man verbessern kann. Und ich glaube, das hat bei Essie super geklappt. Die haben ja noch einen von uns gekauft oder von Heike gekauft. Ich glaube, das spricht auch so ein bisschen dafür, dass wir nicht alles falsch machen, was wir hier so tun. Ne? Für die gute Ausbildung spricht das vor allen Dingen auch. Naja, und auch ein gutes Händchen auch dafür. Ich meine, Essie habt ihr als Fohlen eingekauft. Ne? Und Glammy hast du selber gezüchtet. Also das Glamourdale London Time. Glamourdale London Time, hier geboren, gezogen von Heike und wie Essie. Die ist eigentlich auch hier geboren, aber nicht von euch gezogen, sondern die Stute kam tragend hier auf den Hof, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann darf man ja auch erzählen, als sie dann geboren war, war es halt ein typischer Escola und auch nicht gerade so typvoll und man war vielleicht ein bisschen enttäuscht aufgrund der optischen Erscheinung, aber was dann aus diesen Escolas wird, ist ja nicht nur bei Essie bekannt, sondern generell ja schon häufiger der Fall, dass die unterm Reiter einfach funktionieren. Ja, das ist ja so. Es war uns eine Freude, auf dem Hof Rosenthal willkommen geheißen zu werden. Wir danken uns für die herzliche Gastfreundschaft und den leckeren Kaffee und Kuchen. Wir sagen auf Wiedersehen und freuen uns schon jetzt auf weitere Begegnungen mit interessanten Menschen und deren Geschichten rund ums Pferd.